Warte mal. Warum fahre ich gerade eigentlich runter? Mass Effect 1 führt der Fahrstuhl nicht nach oben. In Mass Effect 1 gibt es nur Treppen. Ach, Scheiße. Daraufhin ist mein Ladebildschirm. Hallo? Ich würde gern spielen. Dürfte ich? Hallo? Spiel? Dürfte ich? Danke. Oh, wieder. Wollte mir nur ganz kurz mal die Marco angucken. Der mitgekommen ist. Bitte kein Ladebildschirm, bitte kein Ladebildschirm. Bitte Tür geh einfach auf. Hallo? Warte. Treppe. Ich kann mich richtig hinsetzen in der Zeit. Ich werde nochmal einen Schluck trinken, ja? Okay. Jetzt geht's auf nach Ferros. Guten Tag, Leute, alles gut. Einmal wieder heraus. Und weiter raus. Denn Noberia noch nicht. Erst nach Ferros. Und dahin? Ja, bitte einmal. Und hui. Ah, das ist der Ladebildschirm von der anderen Seite. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Ah, Admiral Hackett. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Ja. Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Wie viele Todesopfer gibt es bisher? Bevor wir erkannten, was dort vor sich ging, wurden 17 Marines bei der Simulation getötet. Darum haben wir Sie kontaktiert. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. Sie bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Aber so fortschrittlich Sie in militärischer Strategie auch sein mögen, so ist es immer noch eine VI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und ist an kein Netzwerk angeschlossen. Und da kommen Sie ins Spiel. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Keine Sorge, Admiral. Ich werde das Ding... Ich werde die Mission nicht machen. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen. Aber Sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir Sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Ich mach das aber nur nicht, weil ich mag diese Mission nicht. Also ich habe die einmal gespielt und nee. Ich mag sie einfach nicht. Der immer aber. Endlose Ladebildschirm. Und we. Einmal landen. Okay. Aus geht's, Leute. Gleich kommt eh wieder ein Ladebildschirm. Ihr arbeitet hier alle schön weiter. Codex-Eintrag. Noch ein Codex-Eintrag. Und raus geht's. Und jetzt kommt ihr beide mit. Da. Ja. Also, es ist ja sogar ausgeglichen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ach ja, die Musik.
David, wir haben ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Wer ist Faidan? Er ist unser Sprecher. Er braucht Ihre Hilfe bei den Verteidigungsvorbereitungen gegen die Gate. Sie machen einen weiteren Vorstoß. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter... Ich möchte in die Deckung gehen, danke. Aha. Was? Okay, dann. Nope. Dann halt so. Warte, Andi. Kurz Ruhe. Ein Irrer. Ich bin ein Irrer. Warte, hab ich jetzt so nicht? Oh, mein Kampfsensor hilft dir nicht weiter. Okay, dann muss ich einmal. Schnipper. Ah, ich hab sogar die Reaper 3. Ja. Haben wir einen Kampfsensor? Ist das? Tatsächlich nicht, okay. Dann ist halt Boat. Was? Giftschaden. Ich möchte nur hier drauf. Bam. Haben wir eine bessere 3-3? Nee, haben wir nicht. Ja, also warte, was hast du? Da du kriegst einmal die Waffe. Hast chemischen Schaden. Und hast einen Rückschuss. So. War das jetzt richtig? Ja. Och nö, die hier schon. Ich pack die immer noch nicht. Alter. Hat sie allerzeit die Waffe mehr Durchschlagskraft. Dabei vergifte ich einfach nur alle. Wie die Schüsse jetzt auch aussehen. In die Tunnel. Sie müssen gesichert. Diese Gates sind verdammt. Es tut gut, ein paar Soldaten zu sehen. Wir werden okay. Immer weiter dezimiert. Ich weiß wohin. Guten Tag. Die Gates sammeln sich zu einem neuen Angriff. Ich halte sie auf. Ganz ruhig, meine Lieben. Alles gut. Guten Tag. Alles fit? Ach, Commander. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Aber tut mir leid, Commander. Frech. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Okay. Ich hab das Gefühl, dass ich niesen muss. Hilfe. Ja, komm. Komm um die Ecke. Vier Punkte. Dadurch, dass ich gerade sowieso viel Schaden mit dem Sturmgewehr mache. Komm, scheiß drauf. Ja, mal so rein. Bam. Ein Irrer! Ich bin ein Irrer! Hier ist ein Irrer! Nieder mit euch! Okay. Er ist Drohnen! Leider war das Spiel. Oh. Nochmal bitte, danke. Oh, ich aber nicht. Hallo, ich bin kein Gegner. Guten Tag, ich bin ein Irrer. Jetzt mal. Ja, nicht der. Ja. Guten Tag. Oh. Das war ein sehr männlicher Schrei. Oh, komm bitte um die Ecke. Danke. Okay, wir sind fertig.
Die ziehen ab. Irgendwie, wir gehen jetzt zu. Und sagen, wir sind gut. Jetzt können wir Faidan Bericht erstatten und ein Fahrzeug aus der Normandy entladen. Unser nächstes Missionsziel ist die Gate-Basis. Okay. Yara weiß schon, was wir vorhaben. Gehe ich richtig? Nein. Natürlich nicht. Oh, außer Betrieb. Okay. Ja, mal hier wieder runter. Das ist ewig hin und her gelaufen. Hallo. Der Turm ist gesichert. Danke, Kommandant. Hilf immer gerne. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geth. Wir haben Sie aufgehalten. Aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Wenn Sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeni-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Okay, wo ist das? Wie komme ich dahin? Der Skyway führt direkt zum Exogeni-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geth im Wege. Ja, ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Okay. Dann brechen wir auf. Viel Glück, Commander. Was mit dem Skyway, okay. War hier oben, oder? Du das? Ne, steht nur Fahrstuhl. Wir haben so einen Tunnel hinunter. Ja, ne, wir müssen nicht runter. Meine ich, hab hier im Fahrstuhl irgendwas mit Skyway gelesen. Ja. Okay, Fahrstuhlgespräch. Oder halt einfach ein Ladebildschirm. Danke. Hilfe. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Okay, wir haben ein Fahrzeug. Ja, nehmen wir Akku. Auf zur Gate-Basis. Das klingt wie ein geschmackloses Klischee. Warum hat sie das Rohr gerade gekriegt? Die letzten gingen nach Süden. Wonach? Wir empfangen ein schwaches Kommsignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. So, echt damit. Hoppala. Hallo? So, aber wir haben Punkte bekommen. Zwei Stück. Machen wir das voll. Das war nicht zur Entwicklung bei Pistolen und Präzisionsgewehren. Halt maximale Gesundheit. Verbessert Gesundheit. Ja, wir machen Fitness. Aber noch zu wenig drin. Chauffrierung, Erste Hilfe, Dämpfung, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche. Später vielleicht. So. Und Dinger hier oben? Noch mehr, ja. Commander, aber ich kann es noch nicht orten. Voll. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Ja, Leute. Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Ja. Oh Gott. Hallo. Ist er noch mehr? Guten Tag. So, okay. Den ist gut. Da fahre ich weiter. Ach ja. Und rein da. So, guten Tag. Da passiert oh Gott. Etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Sie können uns sehen. Wir müssen in der Nähe sein. Ja. Vergessen Sie sie. Wir müssen uns um die Geth kümmern. Nee, wir vergessen das jetzt nicht. Wir sind nämlich genau da. Das ist nah genug. Aber. Entspannen Sie sich, Jong. Das sind offensichtlich keine Geth. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Geth-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Nein, das seid ihr nicht. Faidan und einige andere Mitglieder von Sue's Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, Sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Sie haben überlebt. Aber die Geth haben ihnen schwer zugesetzt. Genau. Wir wissen, wie das ist.
Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Verstehe. Ich tue, was ich kann, um sie von ihnen fernzuhalten, aber ich brauche Informationen. Was für Informationen? Ignorieren Sie ihn. Die Gates sind im Hauptquartier von okay. Exogeny hier ganz in der Nähe. Ja? Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Gates, sonst nichts. Da ruhig. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, der Typ geht mir so... Bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Gate weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Wo ist sie? Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exogeny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Ich werde sie finden. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Ja. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Gate wollten. Ja. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Und das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich sehr über ein Abo und eine Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.